Und da ist ein eher älterer Moderator, Heribert von Hessen-Anhalt heißt er. Warum eigentlich? Klingt so nach Herrn Weihnachten hier. Also eine Mischung aus Heribert Bruchhagen und Sachsen-Anhalt. Naja, der ist schon seit 1990 beim Sender Sportkommentator und kommt aber, also er ist jetzt, geht bald in Rente, macht so seine letzten Jahre und er kommt aber nicht darauf klar, dass sich irgendwie alles ändert, dass jetzt so was wie E-Sport überhaupt übertragen wird. Und an seiner Seite moderiert der sehr E-Games-affine junge, wie heißt der? Kevin, genau, Kevin Neustadt. Und die beiden kommentieren jetzt eben nachts vielleicht vor ein paar Dutzend Zuschauern halt eben die E-Sports-Meisterschaft. Es geht um virtuellen Brückenbau. Kevin ist ja auch, Kevin ist auch so ein Comedian-Name, wenn man irgendwie denkt, man müsste jemanden Jugendlichen einführen. Gibt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Naja, mal gucken. Hat Leben. Wir steigen live ein in die Finalrunde im Bereich Bausimulation. Gerade sehen wir Jonathan Cedric bei seiner Paradedisziplin Ridge Building. Der Scheiß auf Siedler 2066 und Tycoon 7. Lass uns mal, er macht Sinn. Kann man auch eure Sport eigentlich Scheiße sagen, Heribert? Ey, Heribert, hast du einen Fall später? Du siehst dran. Ja, Kevin, ich weiß, dass wir dran sind. Scheiße kannst du gerne sagen. Das ist aber eh alles egal. Ich verstehe die Programmpolitik von Eurosport einfach nicht mehr. Früher, Springreiten, Speerwurf, Judo, das waren Sportarten. Heute, Mausklicken soll eine Sportart sein. Aber hier zum Thema, also was ich machen würde, den Fluss einfach aufschütten und eine klare Straße zu überlegen. Problem gelöst. Oh, das ist Bausimulation. Das ist Leben. Wahnsinn! Die Doppelhöhle ist auf den Schultertasten. Kein Stress, das noch nicht! Ach, du liebe Güte! Nein, Cedric, das muss nicht sein. Doch nicht nochmal. Ah! Oh, eine schlimme Katastrophe, nur als Heribert heute Morgen mit dem Zettel abgestürzt ist. Das ist Wahnsinn! Hier wird E-Sports-Geschichte geschrieben, liebe Zuschauer, und Sie sind live dabei. Mein Gott, magisch, er geht schon wieder nicht auf die Light Road, trotz der Länge des Flusses. Sag mal, Heribert, würdest du bei dieser Spannweite auch nur mit einem Vorkopf in der Mitte arbeiten? Heribert? Entschuldigung, ich habe mir gerade einen Kaffee geholt. Worum geht's? Mein Gott, für jeden weiteren Vorkopf kannst du dir locker 8 Strähnen und 2 Druckriegel sparen. Richtig, ich wüsste, ich kann nur auf dieses schöne Windrad da oben auf den Berg gucken. Schön. Ja, das ist sehr gut, dass du das ansprichst. Der Wind wird natürlich noch sehr wichtig werden. In späteren Missionen muss die Brücke ihre Statik auch daran messen. Spätestens in wenigen Stunden werden wir das sehen. Stimmt. Kevin, ich hab's ja langsam begriffen. Ihr und deinen jungen Kollegen gehört die Zukunft der Sportkommentatorenschaft. Aber wenn ich so ein Alpenpanorama sehe, weißt du, woran ich da denken muss? Call of Duty, gell? Nein, Tour de France, richtige Sportarten. Ja. Tour de France 1994, das war mein Highlight. Einigung, Platz 1, Miguel Indurin. 2, Piotr Ugromov. 3, Marco Pantani, Gott hat ihn selig. Jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich Fresskörbe von allen relevanten Teams. Team Festina, Team Telekom, Team Alta Vista, Team Grundig, Team Kommissore. E-Sport, Bausimulation, die 763. Brücke,
erinnert ein bisschen an die aus der 500er-Serie vorhin, aber man sieht, die Baumkonstellation ist um Nuancen versetzt. Eine ganz andere Figur. Regie, kann ich noch Energy Drinks und vielleicht was zu essen? Fettkorb. Zu Weihnachten gab es damals Contest 94 Fettkörbe. Team Commodore, Team Borgwart, Team Gobomobil, Team Stilles natürlich, Team Reiter, das gab es damals noch, Team Fotokorps. Dankeschön.